Drei Kinder! Nein, nicht mehr schnell! Hey, nein, 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 nein! Hey. Ist okay, ich werde dir nicht wehtun. Komm schon. Okay. Komm schon. Hey, nein, 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 alles gut, alles gut. Es ist nicht tief, wird schon wieder, wird schon wieder. Jetzt hör zu, sieh mich an. Ich suche nach Rosa und Skizzle. Kennst du sie? Weißt du, wo sie sind? Ich weiß es nicht. Ich meine, das alles, das ging einfach so furchtbar schnell. Sie waren überall. Die Ripper, sie waren plötzlich im Camp und sie folterten uns. Ja. Sie schnappten mich. Und doch Jan, Eric, Blake. Hey, sag mal, wie heißt du? Nicole. Nicole, kannst du mit Waffen umgehen? Ja. Gut. Ja. Okay. Siehst du den Turm da hinten? Ich will, dass du draufsteigst und in Deckung bist. Wenn Ripper hier durchkommt, lässt du ihm den Kopf weg. Ich gehe und suche deine Freunde. Okay? Los. Okay. Sehr gut. Weißt du Bescheid, ne? Ich laufe jetzt einfach mal ganz entspannt dran vorbei. Ich lasse nicht zu, dass du nach mir von meinem Leben tust. Na du? Sag mal. Ruhe in Frieden. Flink bist du ja, ne? War das jetzt schlecht oder war das jetzt egal? Okay, das war schlecht. Das heißt, wir müssen die mit Momentum ausschalten. Ich lasse nicht zu. Was geht denn hier ab? Ruhe in Frieden. So, gleich mal hier auswählen. Doch. Leise, keine Zeit. Ihr kennt auch Nicole, oder? Okay, dann hört mir zu. Geht nach Westen zum Steg, sie ist oben im Wachturm. Ihr werdet ihr helfen. Ich will keine Ripper mehr über den Sumpf kommen sehen. Verstanden? Du bist ein Engel. Mein Gebet wurde erhört. Gut, dann los, los! Danke. Okay, Nicole, ich hab meinen Job gemacht. Jetzt bist du an der Reihe. Jo, bitte. Rosa, Rick, irgendwer. Dick, ich dachte, du wärst tot. Oh, fuck. Ich weiß nicht, was hier los ist. Skizzo ist mit Boozer. Wohin, Ricky? Dick, Rick, sie brechen in die Krankenstation ein. Verdammt. Ich bin schon unterwegs. Warte auf mich. Deacon? Verdammt, Ricky! Unsere Krankenstation. So. Sie wird wissen, wo du heißt.
doch noch einer da. Mal herstellen, oder? Ja. Da ist es. So. Da wären wir. Lass sie gehen. Bitte. Nicht. Ihr seid verirrt. Verirrt. Nein, 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 nein. Waffen runter. Waffenstillstand. Waffenstillstand. Ich dachte, du solltest drinnen bleiben. Ich hörte jemanden rufen. Ich kann sie nicht sterben lassen. Warte, warte, warte. Halt mal, halt mal. Was zur Hölle war das? Ist vorbei. Ein Mike hat Waffenstillstand geschlossen. Warte, was? Was zum Teufel ist hier los? Finden wir es raus. Alles okay? Komm. Tut mir leid. Einfach alles. Oh Gott, mir auch. Na, mir erst. Mal los mit euch. Mike, das ist doch alles nur ein Missverständnis. Sie wollen nur... Sie stürmen mein Camp. Ermorden meine Leute und du nennst das Missverständnis? Ihr habt den Vertrag verletzt. Kommt auf unser Land, steht unsere Vorräte, bekämpft und tötet meine Leute! Hör zu, ich hatte einen Deal. Hey, Ruhe! Steig hinab, Bruder! Steig, warte. Okay, Schizo, erzähl mir mehr von diesem Deal. Verdammt nochmal, warte! Erzähl's ihm doch. Erzähl ihm, wie du uns an sie verkauft hast. Was zum Henker willst du von mir? Oh, verdammt nochmal, Schizo, erzähl's ihm oder ich schneid dir die Kehle durch. Okay. Okay! Ich hatte einen Deal mit Carlos. Okay? Mike? Aber das... Das war nichts gegen das Camp. Ich schwör's. Es geht um sie. Um die beiden. Ihn und Boozer. Wer will er gar nicht? Nur sie. Ja, wie läuft der Deal so für dich? Ich hab's fürs Camp getan, Mike. Um es verdammt nochmal zu retten. Er hat den Vertrag verletzt, Mike. Mike. Bitte. Mike. Schön, dass du wach bist. Aber lass ihn los. Dick. Okay. Okay, also... Stimmt das, was er sagt? Dass ihr einen Deal hattet? Nur verirrte Lügen. Ja, es stimmt. Okay. Ihr bekommt Deek. William. Die Biker Boys oder wie ihr sie auch nennt. Und ihr lasst Lost Lake in Ruhe. Ihr ruht dann in Frieden. Du hast mein Wort. Und das ist ja was, hm? Dein Wort. Großer Oberhäuptling der R.I.P. Hey, hey, wir kamen mit der Fahne des Friedens. Frieden am Arsch! Das ist mein Camp. Meine Leute. Und du kommst her mit einer dreckigen Fahne und willst mir was befehlen. Nicht mit mir. Es ist mir egal, was die beiden getan haben. Und warum du sie willst. Ich weiß nur, dass du sie nicht kriegst. Wir hatten einen Deal. Nein, das ist der Deal, Carlos. Und das ist der einzige, den du kriegst. Jetzt nimm deine Leute und verschwinde aus Lost Lake. Oder wir alle sterben. Genau hier. Und jetzt. Unser Vertrag gilt. So wie immer. Was mich angeht.
Du mieses Arschloch! Okay. Bringt sie aus meinem verdammten Camp. Ey, das war's noch nicht. Carlos. Steig hinab, Bruder. Pik, geh zur Seite. Geh zur Seite! Ich will nur sagen... Bringt ihn in die Zelle. Scheiße, lass uns doch... Lass ihn los! Ich versuche euch etwas zu sagen und... Ihr hört nicht zu! Das ist nicht, wie wir die Dinge regeln! Wir handeln nicht mit Menschen und morden nicht kaltblütig wie Barbaren! Schafft ihn hier weg! Wir bieten ihm einen fairen Prozess wie zivilisierte Menschen. Und er wird zur Rechenschaft gezogen. Es tut mir nicht leid, Mike. Kein Stück. Verdammt, ich wollte das Camp retten. Die Ripper geben nicht auf. Carlos wird nicht aufgeben. Verstehst du? Sie hören nicht auf. Weißt du, wer das war? Jesse. Mhm. Ja, nach dem Ende der Welt Anführer eines Kults zu sein, reicht ihm wohl noch nicht. Er will außerdem auch noch Rache. Dieses gottverdammte Sackgesicht. Mhm, ja. Ich schätze, er weiß schon länger, dass wir hier sind. Die Nacht im Crazy Willy, das war kein zufälliger Ripper-Angriff. Und Skizzo wollte uns an ihn verkaufen? Wo steckt er jetzt? Wenn ich ihn finde, drehe ich ihm den verdammten Hals um. Vergiss Skizzo erstmal. Pack dein Zeug zusammen, ein paar Mollys und so viel Munition wie möglich. Warte, was hast du vor? Und ich weiß schon, dass es... Ja, ist eine scheiß Idee, aber wir machen es trotzdem. Ich werde mir den Sprengstoff aus der Lodge holen und dann die Sprengschnur aus Skizzos Hütte. Triff mich bei der Brücke. Ich erklär's dir unterwegs. Ist das okay für dich? Ja. Oh ja. Hm. Dürfen wir ein bisschen Sprengmeister spielen? Also fein. Sie werden nie aufhören. Das hat gerade erst angefangen. Hm. Ach süß. 400 Vertrauen haben wir gekriegt. Ja, Wahnsinn. Uiuiui. Ripper-Axt. Okay. Deke, hörst du mich? Melde dich, Mann. Ja, Ricky, ich höre. Hör zu, ich habe keine Zeit. Was war los, verdammt? Sie haben gerade Skizzo weggesperrt und... Ja, gut, ich habe kein... Sorry, aber... Ich wollte mal weitermachen. Jetzt muss ich dieses Zeug nur noch unbemerkt in meine Hütte bringen. Mal sehen. Missionsgebiet wird verlassen. Laber nicht. Ihr zwei standet euch immer nach. Ja, ihr wart echt wie Bruder und Schwester. So, dann geht's auf zu Skizzos Hütte. Was steht denn da davor? Gehen wir doch mal hinten rum. Ich muss an die Sprengschnur ran. Skizzos Hütte. Mal sehen, was sich der Gute so zusammengeklaut hat. Oh, die sah aber gerade leer aus.
Ah, jetzt ist er eingerichtet. Das ging ja fix. Und ich habe diesem Arschloch vertraut. Naja, spätestens beim Lagerhaus war doch offensichtlich, was Sache ist. Hallo. Schätzt es, Gizzo wird das nicht mehr brauchen. Ah. Trotz Bogen? Das ist gut. Tja. Denkste. Ich fahre zur Position. Fahre vor allem, ja. Wie ich das machen werde. Ich fahre gerade ganz entspannt dahin. Klappt der Zeug? Sieht schon gut aus. Weitermachen. Da wir da halt rausgekommen sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war jetzt schon etwas heftiger. Oh. Ich kann das nicht mehr. Schon okay, mir geht's gut. Was ist denn los? Ich bin eine Tierärztin, verdammt. Ich kenne mich nur aus mit Koliken, Dämpfigkeit und Hufkrankheiten. Sieht das für dich aus wie ein Scheiß? Nein, Eddie? Du hast gesehen, was Boozer passiert ist. Ich kann das nicht. Es gibt Eddie. So viele Verwundete. Eddie. Und so viele sterben. Eddie. Deacon, ich bin keine Ärztin. Okay, vielleicht nicht. Aber wir haben nur dich. Eddie ist keine Ärztin. Okay, du bist also keine Ärztin, aber hast trotzdem Boozers Leben gerettet. Das sagt schon eine ganze Menge. So, jetzt wieder in die Hütte. Hey, Deke. Ich wollte den Sprengstoff überprüfen. Sicher gehen, dass die Ripper ihn nicht geklaut haben. Und dann war ich in Skizos Hütte, nach der Sprengschnur gucken und wäre ich mal gleich hergekommen, das hätte Zeit gespart. Verschwinde von hier, Ricky. Wir können die Höhle doch sprengen, oder? Ich komm mit. Oh. Als ich klein war, fand mein Vater ein Rattennest unter einem der Schuppen. Willst du wissen, was dann? Ganz kaum erwarten. Er wartete bis zum Morgen und als sie alle schliefen, legte er Sperrholz über das Loch und ließ mich den Gartenschlauch holen. Und dann sagte er, das werde ich nicht vergessen. Er sagte, Ratten tötet man am besten durch Ertränken. Du willst das Reservoir über dem Camp sprengen? Das könnte klappen. Deacon, du kannst in Frieden ruhen, ich helfe Ihnen dabei. Deacon, das kannst du nicht. Warum nicht? Wegen Iron Mike? Wegen einem verdammten Vertrag? Du weißt, ich will Skizzo den Hals umdrehen, aber er hat recht. Carlos gibt nicht auf, Ripper geben nicht auf. Und du weißt es. Das ist doch eher was Persönliches. Ja, es ist persönlich. Okay. Boozer, ich komme zum Tor rüber. Bist du bereit? Schon unterwegs, Bruder. Prima. Okay. Ich würde noch gerne ein bisschen Munition mitnehmen und dann können wir los. Dann musst du noch kurz warten. Keiner da? Hallo? Hallo? Na, sauber. Na, dann halt nicht. Das Gewehr. Oh ja, also. Sag mir Bescheid, wenn du es ihm zurückgeben willst. Aber klar doch. Na denn?
Verdammt, Skizzo. Was stellen wir später mit dem Mistkerl an? Wir wollen doch nicht, dass Iron Mike ihm den Prozess macht, oder? Das stimmt nicht. Gut, was machen wir jetzt? Ich kenne die Gegend ziemlich gut. Sarah, sie arbeitete südlich der Iron Butte Ranch. Ich habe sie früher oft zum Lunch abgeholt. Dort beigebracht, wie man fährt. Jesse, Carlos, wie auch immer sich dieser Vollidiot nennt, hat sich in dem alten Golfresort breit gemacht. Südlich der Lodge liegt der Crescent Lake Stausee. Wenn wir den Damm sprengen, strömen die Wassermassen ins Tal und sie ersaufen alle wie die Ratten. Ja, aber die Lodge liegt auf einem Hügel. Ja, sie wird der Flut sicher standhalten, aber die Wassermassen werden viele Ripper auf dem Gelände mitreißen und töten. Wenn Jesse überlebt, rechnet er nicht mit uns. Ganz genau. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie er unbemerkt ins Iron Butte-Tal gelangen konnte, ne? Ich bring uns da schon hin. Halt du dich gut fest. Das könnte interessant werden. Jetzt sind wir gerade geflohen, jetzt sollen wir wieder dahin. Oh. Also gut. Ich sehe sie! Kommt schon, ihr verdammten Ripper! Seht euch mal meinen Arm hier an. Das ist für euch! Zeig ihm den Weg! Nein! Vorsicht! Ich hab sie! Ah, Pusa, machst du auch mal was? Alles okay? Ah, nee. Es ging ja schon besser. Du bist doch völlig behämmert, Alter. Du stehst direkt daneben. Okay. Mit dir los, Junge. Ich bin dabei. Ganz gescheit bist du nicht. Glaubst du es denn? Jetzt sollen wir die Bikes wieder holen. Nur freilich. Ja, mei, holen wir die Bikes wieder. Meine Güte, ey. Da liegt ja noch einer, das siehst du. Und Schrott, da hat sich das gelohnt. Da liegt ja noch einer. Das haben sie schlau gemacht. Jetzt haben sie die Waffe auf Dreieck. Ist auch, glaube ich, erst durchs Update gekommen. Was kostet genau? Was macht denn der für Schaden? Ach Gott. Ist ja nix. Das ist ja nix. Der hockt schon ganz gemütlich hier hinten drauf.
Kann es kaum erwarten, ey. Guck mal, wie viel Elan der hat. Stimmt, wir hätten ja Munition dabei gehabt. Naja, egal. Wir müssen jetzt nach Süden! Ich komme schon! Zu. Das war mit Absicht. Ganz ehrlich. Weil wir hier die Munition mitnehmen sollen. Wo ist jetzt das Bike umgefallen? Hopp, rufen mit dir, Junge. Irgendwie schaut es genauso aus wie drüben. Vielleicht ein bisschen spiegelverkehrt, aber ansonsten. Ich sehe jetzt nicht, was da anders wäre. Wo sind die ganzen Ripper? Hier ist keine Sau. Rück die mal wegen nach vorne, Buser. Geht's ein wenig schneller. So. Ich dachte, wir nehmen den Sprengstoff für die Horden und sperren die in der Höhle ein, aber gut. Dann eben so. Das wird nicht gerade ein Kinderspiel. Nein. Okay. Hey, was machst du da? Ich dachte, ich trage den Sprengstoff kurz darunter und frag mal, ob sie ihnen was ausmacht, wenn wir sie hochjagen. Buse. Komm, du hältst mir mit Skizzos Gewehr den Rücken frei und ich platziere die Ladung. Oh, Moment. Hey, ich pack das. Ich bin kein guter Schütze, aber mit Sprengstoff kenne ich mich aus. Ich habe auch schon Sprengladungen gelegt, Buse, in Afghanistan. Ich weiß, wo man sie platziert. Gut, dann sag mir wo, wenn ich da bin. Ziehen wir es durch? Ja. Okay. Hm. Na, dann sag ihm das mal. Okay, ich werde den Turm darauf steigen, dann kann ich den Dampf von überall einsehen. Ich warte hier, bis du oben bist. Ton einsammeln werde. Ist voll. Sonderlich viel haben wir ja nicht. Das kann ja was werden. In Ordnung. Bist du bereit? Ich gehe dann rein. Ja. Unten bleiben und schnell sein. Verstanden, Bruder. Buse, ach, egal. Los, los! Wo soll die erste Ladung hin? Siehst du das zweite Gerüst da vorne? Oben auf dem Damm? Okay, ich bin fast da. Okay, jetzt die erste Ladung. Sag mal. Bist du eingeschlafen? Was ist da los, Bruder? Chill mal. Ich versuch ja, Buser. Das war jetzt der zweite Sprengsatz. Mit der Maus geht es wesentlich einfacher und Tastatur. Oh, Gewitter gibt's ja auch. Fertig. Dick.
Ich sehe sie. Na, freilich. Er hat geschossen, Tex. Los, weiter, Butcher. Komm schon, komm schon. Machst du das? Ich hab sie. Das ist so leicht. Ja, nee, als drauf schießen kann ich nicht. Ich mach das schon. So, den hätte ich. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Ricky nannte das große Ding Druckrohr, unten am Fuß des Damms. Auf Position. Okay. Dritte Ladung. Auf Position. Beweg einfach deinen Arsch. Okay, mach du das mal mit einer Hand und einem Messer. Komm schon, Mann. Ich hätte auch manchmal gern so eine Klingenhand. Siehst du? Ganz einfach. Das sind Ripper. Ich mach das, Busse. Ach, Scheiße, Ripper! Verdammt. Wieder noch einen. Er schießt ihn halt ab, aber ja, kannst du auch mal was machen. Ich sehe sie. Also, was meinst du, Deke? Willst du, dass ich mich um die Ripper kümmere und die Sprengladungen setze? Ja, ja, okay, jetzt mach die Ladung. Okay. Da geht's ab, ey. Junge, Junge, Junge. Na los! Na los! Ach du Scheiße! Bist du okay? Ja. Ja, ich glaub schon. Außer warte, war das etwa schon? Der wird nie alt, was? Nee. Finden wir Jesse. Ja. Na dann finden wir mal Jesse. Juhu. Fahre zum Rübergelände. Das wird lang.